Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Anno 1800. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Nun ja, in der letzten Folge ist mir ein Fauxpas passiert, und zwar, ich habe die ganze Zeit versucht, der Königin die 50 Tonnen, die geforderten 50 Tonnen, wo ist es jetzt, Baumwollstoff zu bringen, und ja, ich habe es die ganze Zeit probiert. Das hat nicht funktioniert, ganz einfach, weil ich nur 40 Tonnen hatte. Und ja, dem Fehler werden wir jetzt natürlich gleich einmal als Erster auf den Grund gehen. Und zwar, in der neuen Welt müsste ich rein theoretisch genau eines meiner Schiffe haben, und dieses Schiff nimmt noch einmal ein bisschen Baumwollstoff mit, und wenn wir schon dabei sind, nimmt er gleich alles mit, zumindest randvoll gefüllt, und bringt das Ganze bitte nach Cap Trelawney, nach Crown Falls. So, dann lassen wir die Zeit wieder schnell laufen. Wir gehen zurück ins Cap und werden dann noch einiges anderes ausbessern, und zwar, wir schauen einmal, wie sieht es hier überhaupt aus mit der Entwicklung und mit der Forschung. Wir haben in Auftrag noch einen Jörg von Malching, dann haben wir den Magnaten der Bauindustrie, der zusätzlich auch die Betonwerke pusht und Holzfurniere macht, dann haben wir noch einen Gerd Fuchs in Auftrag gegeben. Genau, also von daher haben wir sich ordentlich aufgewertet. Das Einzige, das ich jetzt noch gerne ein bisschen machen würde, ist, wenn wir schon dabei sind, würde ich sehr gerne hier noch ein bisschen was in der bahnbrechenden Entdeckung machen. Und zwar, ich würde ganz gerne Naturbeherrschung, Ölquellen verschieben, Leben verschieben haben wir. Ich würde ganz gerne noch die Fruchtbarkeit zweimal dazugeben. Dann würde ich noch gerne einmal die Mine anpassen. Ich würde gerne noch ein bisschen hier, und ich würde auch gerne noch ein bisschen hier was tun. Aber Mutter versteht das natürlich nicht. Das brauche ich nicht, das importieren wir ganz normal weiter. Das reicht mal fürs Erste, die alte Werkskraft gebrauchen wir nicht unbedingt. Und revolutionäre Ideen. Vielleicht hole ich mir ganz einfach noch eine Great Eastern. Genau, und jetzt würde ich dann schon sehr gerne etwas in der Itementwicklung machen. Ah, genau, das ist die falsche Itementwicklung. Ich brauche ja diese Forschungen. Genau. Mal, die haben wir alle. Da gibt es doch irgendwo. Tut mir leid, wenn ich mich da jetzt zu herumdrücke. Ich muss das nämlich selber erst. Beherrschung, Fruchtbarkeit. So, Forschungsgebiete. Schiffe. Machen wir da mal ein bisschen was. Genau, da waren wir jetzt hier, und ich würde ganz gerne bei der Technik jetzt weitermachen. Und zwar bei der Industrietechnologie. Das ist jetzt mal das Wichtigste. Da würde ich jetzt ganz gerne schon ein bisschen investieren. Dann können wir da wirklich ordentlich was weiterbringen. Ich mache da nur ein bisschen, jetzt also keine Sorge, ich werde jetzt nicht die ganze Folge hier durchklicken. Aber ich will zumindest mal ordentlich was hier weiterbringen. Sieht man eigentlich erst, wie viele Items das es tatsächlich gibt, die man eigentlich nahezu gar nicht, selten bis gar nicht zu Gesicht bekommt. Das sagt es ganz ehrlich, obwohl ich eigentlich sehr viele Items eigentlich gerne einkaufe. Es ist trotzdem sehr herausfordernd, da alles zu bekommen. Ah, das geht auch so, wenn ich zweimal drücke, komme ich gleich dahin. Na gut, dann sind wir da gar nicht so schlecht unterwegs. Hoppla. Zurück, zurück, zurück.
Machen wir Artefakte. Hey, die können wir auch forschen. Wusste ich gar nicht. Das heißt, wir kriegen auch unser Museum bald voll. Überfahrt zurückgekehrt. So. Jetzt können wir uns dann nahezu jedes Item besorgen. Mir geht es eigentlich auch darum, dass wir dann bald einmal ein paar Arbeitskräfte sparende Items. Der schöne Handbohrer, der ist vor allem ganz wichtig für Bohrtürme. Den wollte ich eigentlich unbedingt haben. Okay, jetzt sind wir einmal ausgeforscht, sozusagen. Dann machen wir weiter. Jetzt haben wir auch das Schiff wieder hier. Und da deponieren wir gleich den Stoff. Und tatsächlich, die Qualität muss selbstverständlich hervorragend sein. Und deswegen haben wir es jetzt endlich abgegeben. So. Was haben wir jetzt? Wählen Sie den Eisernen Turm aus, um die Überraschung der Königin zu entdecken. Ah, geschmückter eiserner Turm. Meisterhafter Werke dieser Stadt, ihres Ruhms und ihrer Triumphe. Na bitte. Die Welt verdient es, von den Qualitäten des treuesten unserer Diener zu erfahren. Das heißt, so können wir den lassen und jetzt wählen wir da im Rezeptbuch noch aus. Doch wenn wir das nächste Mal hätten wir denn da gerne? Können eigentlich alles, nahezu alles pushen? Einladung zukommen zu lassen. Eine Wimmelbildaufgabe, na danke. Ist jetzt aktuell nicht notwendig. Das ist eher mehr für die Gelehrten. Brauche ich denn mal Gas, aber das Gas ist mir selber zu wichtig. Was haben wir da? Bräuchte man Zucker und Trauben. So, dann hätten wir das. Nein, das wollen wir nicht. Ich würde gerne eine kleine Tanzrevue inszenieren. Ich selbst bin keine schlechte Tänzerin. Was hättest du gerne? Jeder hat das Recht, seine Meinung zu ändern. Okay, finden Sie jede Person in Ihrer Stadt eine gelbe gekleidete Tänzerin? Das wäre zu langweilig. Eine Huldigung. Eine gelb gekleidete Tänzerin in der Nähe des Turms. Ach, ich hasse Wimmelbildaufgaben und jetzt. Bunte Farben und Persönlichkeiten. Wie ein Obstsalat. In der Nähe ihres Turms. Eine gelb gekleidete Tänzerin in der Nähe des Eisernen Turms. Da ist die gelbe. Dann kommt die rote in der Nähe des Hotels. Voller Charakter, frech und strahlend. Muss hier irgendwo sein. Ich habe ein paar Hotels. Vielleicht versteckt sie sich dann auch dort irgendwo. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Wimmelbildaufgaben nicht unbedingt leiden kann. Die bewegen sich da ordentlich. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ja, das freut mich, dass die Berühmtheit angekommen ist. Ich finde immer noch nicht die Tänzerin mit dem roten Kleid. Macht mich jetzt gerade nicht sehr glücklich. Kriege ich vielleicht die irgendwo. Das sind die mal. So, und eine rot gekleidete Tänzerin in der Nähe des Hotels. Wahrscheinlich hast du sie schon gesehen und schreist sie schon fünfmal in dem Bildschirm, wo sie ist, und ich übersehe sie die ganze Zeit. Also. Das wäre nichts Neues.
Na, wo ist sie jetzt wirklich? Das gibt's doch nicht. Faszinierend, dass etwas so versteckt sein kann. Ich meine, die muss doch irgendwo sein, hallo? Eines Hotels. Okay. Er sagt mir, sie müsste hier irgendwo sein. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Ah, gefunden. Was bekommen dafür? Aktuell noch nicht. Gut. Jetzt hätten wir die Quest auch abgeschlossen und was jetzt für mich wichtig ist, ist, dass wir hier mal Folgendes einstellen, und zwar wir brauchen aktuell das nicht mehr, das heißt wir können auch hier. Wir brauchen etwas Größeres, das der Marmeladenrevue angemessen ist. Jetzt für Hunderte, nein, Tausende. Okay, was hätte sie gern? Kann ich Zucker importieren? Darf ich Zucker importieren? Nein, darf ich offensichtlich nicht. Gut, das ist interessant, denn da müssen wir sich auch noch drum kümmern. Das ist, was ich eben auch gesagt habe. Gelegentlich muss man sich dann doch um die eine oder andere Sache kümmern. Wichtig ist, dass wir aktuell zwei freie Plätze haben, die wir noch nicht brauchen zum Handeln. Ich schaue nur sicherheitshalber nicht, dass wir es vielleicht doch brauchen. Nur aktuell spielt das hier auf der Insel keine Rolle. So, dann schauen wir sich nochmal den Turm an. Ein Varieté soll dorthin, oder wie? Wir haben ja irgendwo Varietés. Das heißt, nehme ich das ganz einfach. Errichten Sie eine Vergnügungsmeile in der Nähe Ihres Touristenhafens mit einem Hotel. Na, dann nehmen wir sich doch glatt eins, und zwar das, das hier ganz alleine steht. Ja, machen wir das so. Da dürfen wir gerne. Sie haben sich selbst übertroffen. Die Marmeladenrevue wird die Stadt im Sturm erobern. Hm? Oder besser gesagt, in Röcken. Was können wir so machen? Was können wir so machen? Kostüme ausgestattet sein, die ihrem Namen würdig sind. 15 Tonnen Zitrusfrüchte. Gut, das heißt, das ist das nächste Ziel unserer Reise. Wir müssen nochmal die Sachen importieren. Aber jetzt geht es mir mal darum, um zu schauen, was haben wir denn überhaupt da für Items, die wir für Handelskammern verwenden können. Uhrenwerkstatt und Goldschmieden, Vater der Zigarre. Also nehmen wir auf jeden Fall den Malching, nehmen wir mit. Ironbright nehmen wir mit. Ich
Alle Schreinereien und Fensterfabriken. Den können wir mitnehmen. Den Magnaten der Bauindustrie. Rindfleisch verarbeitet das Gebäude Schweine und produziert Wurst nebenbei. Den können wir auch mitnehmen. Den Züchter, den brauchen wir aktuell nicht. Arbeitskleidung und Pelzmäntel. Aktuell auch nicht notwendig. So, dann geht ihr mir mal auf die Reise Richtung King's Landing. Dann dürfen sich die dort austoben. Höhe stabil. Und du kannst gerne mal hier parken. Hier wird bald ein neues Restaurant eröffnet. Klingt vielversprechend. Was würden wir denn hier brauchen? Rum, Gewürze und diese Hibiskusblüten. Gewürze und Hibiskusblüten. Gut, das ist aber aktuell nicht das Wichtigste. Admiral auf der Brücke. Lass dich auch mal darüber vertschüssen. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Haben wir noch jemanden neu dazu bekommen? Genau. Den Fuchs. Frachtschiff steht bereit. Fuchs können wir auch mitnehmen. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir einfach alle mit und schicken sie runter. Die Höfe sind jetzt für mich nicht so wichtig. Die Flammen sind außer Kontrolle. Noch eine Susanna. Maiskönig. Dann schicke ich dich auch in die alte Welt nach King's Landing. So, irgendwo brennt's. Wunderbar. Das heißt, wir brauchen dringend eine Feuerwehr. Die kommen offensichtlich nicht dahin. Mobilisieren. Das geht sich gerade noch aus, dass die darüber kommen. Haben wir sonst noch irgendwo etwas Kaputtes? Nein. Aber etwas Brennendes. Gehen wir zurück in die alte Welt und schauen, dass wir dort was zusammenbringen. Wenn die Schiffe dann hier ankommen. Was ich nämlich dringend brauche, das habe ich eh schon gesagt, ist, ich werde diesen Platz hier auch abreißen. Und muss schauen, dass ich hier irgendwie. Gebäude wurden zum dass ich hier Raum irgendwie. Der Flammen. Noch eine Dampfwagenfabrik hinbekomme. Nochmal zurück ins Kap, denn ich möchte ganz gerne hier auch noch was in Auftrag geben. Entwicklung. Ah, sie kommt als nächstes. Vorher kommt noch sie, die geht nach Embesa. Schokoladenfabrik und Küche und produziert Zucker. Alles, was wir gut brauchen können. Eigentlich suche ich. Da haben wir einen Bikonin. Wo ist das gute Teil? Die Glocke schon.
Ah, den Handbohrer hätte ich gern. Wo ist der Handbohrer? So. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr gut. Dann hätten wir das. Gehen wir zu den Schiffen. Die sind in der alten Welt bereits angekommen. Die laden wir gleich einmal aus. Ist alles nicht so einfach, wenn man schon länger nicht mehr da war. Mehr Druck im Kessel. Genau, das machen wir so. Das machen wir so. Dann schicke ich euch wieder zurück ins Kap nach Crown Falls. Und suche mir jetzt mal ganz schnell die Bohrtürme. Hinsetzen, weil du da bist, oder wie? Hm. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Bestätigen. Fehlt mir die Ölquelle? Genau. Die zapfe ich dann als nächstes an. Dann schauen wir mal, haben wir irgendwo eine Handelskammer? Eine Handelskammer in der Nähe einer Mine. Da haben wir schon den Malching drinnen. Die Mine kriegen wir da voll nicht mit hinein. Das geht sich einfach nicht aus. Das ist auch in Ordnung. Haben wir noch irgendwo eine Mine? Du? Eine Schule. Brauche ich da aber jetzt nicht. Aber ich kriege hier die Handelskammer hin. In diese Handelskammer setze ich mir einen. Wo ist er, der Malching? Einen Malching. Kriege ich ebenfalls noch zusätzlich Öl. Weniger Arbeitskräfte. Elektrizität haben wir. Das heißt, wir haben hier alle 5 Sekunden einmal sogar Öl. Könnt hier noch theoretisch. Pusht mir wirklich aktuell nur diese Mine? Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Aber könnte ich tatsächlich eine. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Magnat der Bauindustrie, jetzt kommt er tatsächlich. Und wir sind jetzt auf alle 4 Sekunden gibt es einmal Kohle und ein bisschen Öl gibt es auch nebenbei, also fast bei jedem Schritt. Es gibt eigentlich bei jedem Schritt Öl. Wahnsinn, ist der so stark? Wusste ich gar nicht. Tatsächlich, jedes Mal Öl. Ha, na perfekt, sollten uns die Ölreserven hier auch nicht mehr ausgehen. Wie sieht es hier aus? Pusht hier gar nichts. Ja, außer dass wir zusätzlich Öl bekommen und dass sie eben das ändert. Noch irgendwo eine Mine, die wir pushen können. Nein. Hier haben wir. Ah, Moment einmal. Wir haben doch.
Qualität beeinflusst Ziegeleien und Betonwerke. Ziegeleien und Betonwerke. Da mache ich mir meinen Zement draus. Das heißt, hier setze ich mir den rein, der Ziegelei und Betonwerke. Oh, mit Holzfurnieren ausstattet. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang vorstellen zu dürfen. Aber das lieber langsam anschauen, damit da jetzt nichts passiert. Arbeitskräfte, Ziegelei und Betonwerke. Strom? Eigentlich nicht, weil wir den Strom darauf kriegen, oder? Wir kriegen tatsächlich den Strom hier rauf. Da ist für nicht willkommen in der. Haben wir hier den Strom? Geben. Eine Explosion jetzt holen wir uns die nächste Lehmgrube, die müsste ja auch hier irgendwo sein. Genau. Jetzt können wir es versetzen. Ich versetze. Und zwar hier rüber. Dann können wir. Oh, eine Inspektion. Dann können wir dich versetzen. Und zwar. Und dich. Mal hier hinsetzen. Wo sind wir denn hier? Kein Warenlager in der Nähe? Naja, das denke ich mir gerade. Kein Warenlager in der Nähe. Und hier bauen wir eine Lehmgrube. Jetzt müssten wir theoretisch das. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Neuzugang. Das müssen wir noch entfernen. Aber aktuell sieht's gut aus. Wir können. Können wir ihn jetzt reinsetzen? Dann sind wir da auch auf einem guten Weg. Das eine Ölvorkommen müssen wir noch darüber setzen. Dann kriegen wir da ordentlich Öl zusammen. Das passt.
können wir durchaus so stehen lassen. Das sollte eigentlich keine Probleme mit sich bringen. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann wieder um ein bisschen Produktivitätsverbesserung kümmern. Allen voran, wir brauchen... Bei 33 Sekunden kriegen wir da schon was zusammen, also gar nicht so schlecht. Anfragenfabrik, können wir da noch was machen, indem wir da... Küche, Hochradwerkhallen, Nähmaschinen und Dampfwagenfabrik. Hochradwerkhallen, Nähmaschinen und Dampfwagenfabrik. Das glaube ich. Schliff und tada! Genau, da haben wir das noch drinnen. Maschinen und Dampfwagen. Ja, dann lassen wir das einstweil so. Das funktioniert eh. Da bin ich ehrlich gesagt recht zufrieden damit. Das Einzige, das wir noch machen müssen, noch eine Hochradwerk, also beziehungsweise noch eine von diesen wird hier rüberkommen. Man vielleicht das Teil hier auch noch ein bisschen. Und so schon Explosionswahrscheinlichkeit mäßig. Sollte jetzt hoffentlich nicht mehr so leicht explodieren. Jetzt war noch eine Feuerwache hin. Wie sieht es jetzt aus? Geringe Explosionswahrscheinlichkeit. Sollte uns die nicht mehr so leicht um die Ohren fliegen. Gut. Wieder ein bisschen was gepusht, das gefällt mir. In der nächsten Folge müssen wir weiter pushen und natürlich auch endlich in der neuen Welt die Zitrusfrüchte anbauen, beziehungsweise sollten wir dann irgendwann einmal auch die einzelnen Personen, die wir für die neue Welt brauchen, hoffentlich auch darüber schippern. Also haben wir hier irgendetwas, Uhrenwerkstatt... Goldbahn, liefert Elektrizität, Brillenfabrik. Brillenfabrik. Schreinereien und Fensterfabriken. Wo man eigentlich die Fensterfabriken? Glashütte. Fensterfabrik. Bitter, Quarz, Zement. Brauchen wir nicht. Patzend. Ja, da gibt es auch noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Aber aktuell bin ich sogar so zufrieden. Er pusht mir ordentlich doch die Quarzgruben. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch nachbessern. Wie genau, müssen wir sich dann in der nächsten Folge in Ruhe anschauen. Denn da ist noch einiges zu rauszuholen und ich glaube, das ist auch gut so. Ich meine, schon bei 34 Minuten, ich muss mir das hier nur anschauen. Ja, verhandeln wir eh mit allem Möglichen, was geht. Ah, das passt. Das kriegen wir hin. So, zurück ins Cup. Und ich werde mich von dir verabschieden. Ja, ordentlich was weitergegangen. Die Folge war eigentlich nicht allzu lang. Trotzdem produktiv und hat Spaß gemacht. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Anno 1800. Servus.